Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar war ich eben noch im Action. Ja, ich habe noch ein paar Sachen gebraucht. Ja, und dann habe ich mal geguckt, ob die wieder neue Bastelsachen da haben. Ja, da bin ich auch noch fündig geworden. Ein paar Sachen sind noch, ja, die gibt es glaube ich schon länger. Aber bei mir kommt immer alles so spät an, ne? Aber trotzdem wollte ich die euch jetzt mal zeigen. Als erstes, ich glaube, hier die sind neu. Hier so Vogelhäuser. Ne? Einmal hier mit so einem Wichtel. Und dann hier mit einem Rehkitz. Ist eigentlich was für einen Herbst, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Genau. Ich würde sagen, ich mache mal eins auf. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Dann mache ich davon auch ein Video. Ne? Muss ich nur wissen, dann mache ich das. Ich mache jetzt das hier, oder? Oder soll ich das noch machen? Also die kann man mit Aquamarker, kann man die bemalen, ne? So wie ich das hier sehe. Genau. Da gab es noch ein anderes. So ein sommerliches Motiv gab es noch. Hat mir aber jetzt nicht so gefallen, ne? Ja. So, was steht dann hier noch drauf? Gar nichts. Alles. Nichts Deutsch. Okay. Ja, ich mache das jetzt mal auf. Ja, das muss ich halt erstmal zusammenbauen. Ja. Ja. Das war mir schon klar. Ne? So. Die muss ich dann anmalen, ja? Dann baut man das hier zusammen. Wer sind hier die Klappen? Und hier. Oh, gibt sogar eine Anleitung. Ja, freut mich, dass die endlich mal wieder so ein DIY-Set haben, ne? Schon lange nichts mehr von gesehen. Genauso wie von diese Die-Cards-Blöcke habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Oder Lux-Paper-Blöcke. Gar nichts mehr. Finde ich sehr, sehr schade. Ja, hier ist die Anleitung. Also wie gesagt, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das sehen möchtet, wie ich das mache. Und bemale, ne, natürlich. Genau. Ja, finde ich sehr, sehr cool. Also die Preise werde ich dann wieder ins Video reinmarkieren. Genau. So, dann machen wir weiter, ne? So, dann habe ich hier diese Blumen hier mitgeholt. Die haben es jetzt auch wieder da. Genau. Waren nicht so teuer. Damit habe ich schon eine Karte zu machen. So, dann gab es noch hier diese, ach, wie heißen sie, Embossed Stickers, habe ich noch gesehen, die habe ich noch mitgeholt. Zwei verschiedene jetzt, die habe ich beim letzten Mal gar nicht gesehen. Naja, ne? Ich hoffe, ihr könnt das alle sehen. Ja, ne? Finde ich auch sehr schön. Auch hier mit den Bilderrahmen und so, ne? Sehr, sehr cool. Auch hier mit dem Auto kann man schöne Karten mitmachen. Oder hier den. Das soll ja schon ein Spiegel sein. Auch sehr schön. Ja, richtig cool, ne? Das hat irgendwie so ein bisschen was mit Urlaub zu tun, würde ich jetzt mal so sagen. Oder was meint ihr? Also das, dann hier, das hier, das da auch noch mal mit. Ja, der ist ja cool, mal wie der guckt, richtig geil. Oder hier der Elefant, richtig süß, oder? Ja, hier der Löwe, ich bin ein Löwe von Sternzeichen, ne? Oder hier Giraffe, ein Papagei.
Richtig cool. Oder hier in der Wildnis, hier mit dem Wasserfall. Ja, sehr schön. Gefällt mir. So, die mache ich jetzt mal da drauf. Da kommen hier noch ein paar Sachen. Dann habe ich mir diese Stanzen hier mitgeholt, auch für eine Karte. Habe ich mir so gedacht. Ich habe jetzt gesehen, es gibt jetzt noch kleinere Stanzen, ja. Die kosten nur 99 Cent. Müsst ihr mal gucken. Ja. Finde ich richtig cool. Die waren noch nicht so teuer. Ich glaube, wir hatten 2 Euro oder so. So. Dann habe ich nochmal Klebstoff mitgeholt. Einmal die Klebemaus. Und hier diese Klebesticks. Ja, da habe ich nicht mehr so viel. Guck mal hier. So hat er mal früher ausgesehen. Der ist bestimmt schon ein Jahr alt ungefähr. Bestimmt schon. Ja. Genau, die durften auch, die waren auch nicht teuer. Ich glaube 60 Cent oder so. Richtig cool. Ja, da kann man coole Sachen mitmachen hier mit den Milchstiften, ne? Ich weiß nicht, habt ihr bestimmt schon gesehen mit diesen Servietten. Deswegen brauchte ich jetzt mal Nachschub. Apropos Klebeband, ne? Gibt es das eine Ewigkeit schon nicht mehr. Nur noch dieses Foam Tape, das andere gibt es überhaupt nicht mehr. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Bräuchte ich eigentlich, ne? Aber ja, gut, dann mache ich das jetzt hier mit dieser Klebemaus. Ne? Geht ja auch. Aber dieses andere Klebeband, das gibt es überhaupt nicht mehr. Das für, ich glaube, 32 Cent hat er gekostet. Gibt es überhaupt nicht mehr. So. Dann habe ich mir hier diese Taschen mitgeholt. Die sind neu. Richtig cool. Ja. Die Mickey Maus. Da gab es noch andere. Mit der Minnie Maus zum Beispiel gab es noch welche. Ja, könnt ihr ja mal gucken. Wenn ihr möchtet. So, was haben wir denn noch? Dann gab es diesen Paperblock, Creative Paper Collection. Ja. Genau, da gab es noch einen anderen, in so rosa gehalten oder pink gehalten, gab es noch. Ja, ich habe mir aber jetzt den mal hier mitgeholt. Weil eigentlich habe ich ja genug Papier, ne? Eigentlich. So. Ich mache den jetzt mal auf. Dann zeige ich den euch. Habt ihr bestimmt schon alle gesehen. Gehe ich mal von aus. Ne? Na hier, Papier. Alles so ein bisschen braun und so gehalten, gell? Ja. So. Finde ich auch schön hier mit diesen Bögen da. Coffee Time. Das ist auch cool. Da passt so ein bisschen Vintage, ne? Das hier auch. Richtig cool. Oder hier. Das ist doch Vintage, oder? Irre ich mich da. Ja. Ich als Vintage-Tante müsste der wissen, ne? Genau, so.
So, kommt das hier nochmal. Okay, nun kann man hier Karten. Auch sehr geil. Ja, ne? Man könnte sich die ja auch so ausschneiden. Ja. Richtig cool. Hier. Und hier so Karten. Ja, die sind ja vielseitig verwendbar, ne? Dann haben wir hier Text. Ne? Ja. Auch nicht schlecht hier so, ne? Oder hier. Auch gut für Junk Journal, ne? Ja, hier, das sind alles Sticker. Oder hier was zum Ausmalen, gell? Kann man sich auch ausschneiden, was sagt man? Hier, das. So eine kleine Verpackung. So, hier auch Verpackung. Ja, muss ich auch mal machen auf meinem Kanal. Noch ein paar Verpackungen basteln. Ne? Habe ich schon die ganze Zeit im Kopf, aber noch nie gemacht. So, das war's aber auch. Genau. Das war's. Dann habe ich das hier noch mitgeholt. Hier so ein Notizblock, ne? Mit Kugelschreiber. Auch sehr cool. Ja, sagt ja schon die Katze, gell? Die ist ja cool, oder? Genau. Die durfte noch mit. Dann in der Kinderabteilung. Ich habe doch letztens die kleinen Blöcke da gekauft, ne? Und jetzt habe ich gesehen, die haben noch andere. Also letztens hatten sie sie nicht gehabt, das weiß ich. Den hier. Finde ich sehr, sehr cool. Und die sind nicht so teuer, ne? Ich glaube 50 Cent war das. Ja. Richtig cool, oder? Oder hier die Maus. Hier die Kuh. Wieder so eine Maus mit Käse. Dann eine Katze. So eine Hexenkatze, würde ich jetzt mal sagen. Für Halloween. Nicht schlecht, ne? Dann hier der Elefant mit der Blume. So, hier haben wir ein Einhorn. Ein Teddybär. Der ist auch cool. Gefällt mir richtig gut. Ich mag eh so ein bisschen Dinos. Ne? Ja. Hier die Hase mit einer Trommel. Und das Vögelchen. Ist auch cool. Der erinnert mich an ein Dschungelbuch. Ja. Die Schildkröte. Genau. Die durften noch mit. Dann in der, ja, Beauty-Abteilung. Da, wo die ganzen Schmuck, wo der Schmuck ganze da hängt und Haarschmuck und so, ne? Armbänder, Ringe etc. Genau. Da habe ich jetzt die hier gefunden. Kann man doch sowas zum Verbasteln benutzen, oder findet ihr nicht? Das sind eigentlich nur so ganz so kleine Haarklammern halt, ne? Ja. Ich die mitgeholt. Und die hier. So. Dann. Habe ich in der Gartenabteilung, habe ich mir den Zwerg hier noch mitgeholt.
für einen Topf zu hängen. Ja, ja. Der durfte noch mit. Der Kerlsche. Dann habe ich mir noch Fingernägel mitgenommen. Die durften noch mit. So, dann. Ich habe noch Taschentücher mitgeholt. Ja, das Motiv hat mir gut gefallen hier. Ne? Sind auch nicht teuer. 65 Cent an die Kasse. Richtig cool. Dann von Airwick. Ich mit denen hier mitgeholt. Den steckt man in die Steckdose. Ich bin mal gespannt, ob das auch wirklich so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Gell? Da gibt es ja verschiedene Düfte zum Nachfüllen. Aber ich bin echt mal gespannt, wie der ist. So, dann für die Küche hier diese, ja, Stahlschwämme, ne? Die durften noch mit. Tea Time wollte ich mal ausprobieren. Das sind 12 Teebeutel drin. Hatte ich noch nie. Und war auch nicht teuer. Die haben 99 Cent gekostet. Gab es noch eine andere Geschmacksrichtung? Das war, glaube ich, Zitrone. Und die hier. Mit Beeren. Ne? Falls ihr Interesse habt oder so. Ja, kann mir auch mal einer schreiben, wer das schon mal ausprobiert hat, wie das so ist. Na? So. Dann habe ich die hier mit noch geholt. Noch mitgenommen, Peanuts Butter Caps mit weißer Schokolade. Ja. Die durften noch mit. Und dann hier diese Großpackung. Ne? Also mit normaler Schokolade. Die sind richtig teuer geworden. Die haben mal 1,99 gekostet, dann 2,19. Jetzt kosten die 2,59 €. So viel dazu, ne? Preise. Ja, und dann zum Schluss habe ich mir noch so Durstlöscher mit Sauerkirsch und Zitrone mitgeholt. Den trinke ich sehr, sehr gerne. Ja. So, ihr Lieben. Das war's mit meinem Action-Haul. Ich hoffe, euch hat ihn gefallen. Wenn ja, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Könnt ihr gerne da lassen. Über Kommentare freue ich mich immer, ne? Genau. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.